So, zurück von der Nachtschicht und gleich nochmal geguckt hier. Gestern habe ich das Video von der E10 hochgeladen, also sorry, der Baureihe 110, die nicht so gut lief. Mal eben auch gemacht, geguckt wegen den Kohlen. Wie Florian sagte, da guckt man generell nach. Und ihr könnt sehen, das Modell läuft ein bisschen besser. Ganz einfach daran. Ups, sorry. This was not the model, that was me. Kann sogar jetzt langsam fahren und die Schrauben waren festgeballert und ich zeige euch das mal eben, was ich gemacht hatte jetzt an der anhand meiner alten grünen G40. Und zwar hier haben wir eine Schlitzschraube. Eine Platine, sie dient auch gar jetzt Masse, bei der neuen, das hat einen Kreuzschlitz und zwar Moment. Leute, obwohl wir November haben, ich bin tierisch von Mücken zerstochen, kann kotzen. So, und zwar die Teile hier, den Stromabnehmern, waren absolut festgeballert. Die habe ich gelöst. Dann habe ich geguckt, ob die Kohlen gut sitzen vom Motor, sitzen gut. Und die habe ich halt gelöst und dadurch sind die zwei jetzt ein bisschen lose drauf. Das macht aber nichts. Aber man kann schön sehen, ich habe sie auf die Reise geschickt im Kriechgang, wie das Teil kriecht. Und zwar ohne zu stocken. Und es ist auch leiser geworden, weil der Motor, die Motorzahnräder, zeige ich mal eben, hier drinnen, hier drunter sind, hier seht ihr die Motorzahnräder, seht ihr das? Die hier haben sich nicht gedreht, weil diese beiden Teile viel zu fest waren. Also die haben sich schon gedreht, aber halt nicht so wie bei der hier, wo man schön sehen kann. Das war das Problem, in dem Sinne läuft es jetzt etwas besser. Aber ihr wisst selber, die richtigen Z-Bahner, die zumindest analog fahren, digital kann ich das nicht beurteilen, bevorzugen den guten alten Dreipoler. So, schrauben wir die E40, die grüne, vom Testlayout da mal wieder zusammen hier. Auch ein geiles Modell. Die Geschichte von dem Modell kennt ihr ja mit einem, der ein Modell von mir gekauft hat und ich habe das hier gekauft. Denselben Preis. Und Bieren sind drin. Gut. Klingt jetzt auch nicht mehr so angestrengt, sondern schön metallisch. So, packen wir mal die 40 aufs Gleis hier, ob die richtig zusammengebaut ist. Gut. Jetzt der 3-Poler. Das ist einfach ein geiles Modell. So, nichtsdestotrotz habe ich auch in dem Kommentar geschrieben, wo Flo was geschrieben hat, ich halte mal den Zug an. Klar kann man da die Hand anlegen, aber es ist halt nicht jeder so technikversiert. Das soll jetzt kein Lorbeeren für mich oder andere sein. Es ist halt so, du gibst viel Geld aus für ein Modell und packst es auf Anlage, willst halt, dass es schön fährt. Naja, und das kann es eben halt nicht sein. Ist aber normal, halt bei Z. Ist traurig. Leute, ich kann euch mal die Mückenstichen zeigen. Ihr dreht durch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann hier. Hier haben wir einen richtig dicken Flatschen. Sieht aus, als ob das ein Geschwür ist. Und am Ellbogen habe ich noch einen hier. Da ist nicht der Knochen. Der Knochen ist dahinter, das ist der Mückenstich. Fürchterlich. Okay. Wieder ein Gesabbel von mir.
Danke für die Klicks und viel Spaß weiterhin. Und ich freue mich halt, eigentlich können wir ein Update machen. Neu habe ich hier Mittlinge Dreierpack. Den Dreierpack hatte ich ja schon. Jetzt ist der Zug vollständig für meine 101er. Die THW 101er. Was ich sehr interessant finde, beide 101er, die ich habe, das sind ja noch die mit den braunen Verpackungen, laufen beide übelst geil. Die habe ich im Urlaub geschossen. Ich war im Osten, in der Heimatstadt von meiner Freundin, und dann war er halt bei so einem Bäcker gewesen, den sie kannte, wo sie dann speziell irgendwas bestellt hatte. Und dann gucke ich so, Moment, da ist ein Fahrradladen, und der hat auf der rechten Seite hatte der Spur 1 und H0 Modelle. Und ich so, geil, und ich so, das Modellladen, ich so, rein da. Riesenauswahl, ich geguckt, geil, und dann hatte ich halt die entdeckt, die hatte ich schon länger gesucht. Braune Packung, nie benutzt, habe gleich gesehen, aha, rausgenommen, nicht verharzt, Räder bewegen sich, und dann, als wir dann zu Hause waren, aufs Gleis gepackt und erstaunt, dass das Teil läuft. Super läuft, also ist echt herrlich. Ich habe auch eine braune, aus dieser braunen Verpackungsserie von früher, die rote 101er, in DB-Rotlackierung, die läuft auch super. Aber bei dieser Lok war ich halt überrascht. Ne? Läuft doch sanft. Gut, da wir jetzt gerade gesagt haben, Update. Wo wir hier gerade beim Z-Update sind. Hey, hier meine Ludmilla mit dem RAG Rack, Ruhrkohle AG Polenzug. Habe ich erweitert um 8 Waggons, von 7 auf 8 Waggons. Den habe ich neu hier bei eBay erstanden. Eventuell vielleicht noch 2, dass wir auf 10 kommen. Und ganz geil. Feine Sache. Ihr wisst, die Kohlewaggons mag ich sowieso gerne. Sorry. Des Weiteren mal eben gucken, was die Weiche sagt. Da haben wir hier einmal Anja. Den Rungwagen mit Beladung, da die Trash-Container, und halt hier mit Metallwagen. Ach. Metallplatten beladen. Beide extrem nice. Und als Z-Bahner bin ich auch immer wieder begeistert, die Bedruckung und die Taillierung aufgrund der Größe der Modelle. Okay. Ich wollte ursprünglich nur eben zeigen, Eigenschaften von der 910.3. Nachdem ich sie auch gemacht habe, hat sich am einiges verbessert. Und ja, haben wir gleich ein Update von gemacht. Okay, kleines Update draus geworden. Und gleich als Hinweis: Im Dezember gibt es ja wieder den monatlichen Maclean Z Run Day. Dieses Mal nur mit Dampfloks und Dampfloks-Zügen. Okay, bis denne.